Wir begeben uns jetzt in die letzte Runde. Es wird kein Endsport, sondern eher ja, ein konzentrierter Staffellauf, würde ich das mal nennen. Und ich lade auf jeden Fall schon mal meine Panel-Gäste, Gästinnen hier nach vorne. Und zwar, Dankeschön. Lade ich euch ein, sucht euch nochmal einen Platz. Wir werden hier noch einmal unsere Aufmerksamkeit fokussieren. Warum machen wir das? Weil es wichtig ist, jetzt für diese letzte Stunde nochmal die harte Arbeit des Tages zu bündeln und auch zu überlegen, wie können wir einen guten Transfer in die unterschiedlichen Perspektiven hinbekommen und aber auch für die Dokumentation nochmal etwas zusammenfassen, was uns hier gemeinsam weiterbringt. Sucht euch gerne nochmal einen Platz und da sehe ich auch schon unseren Panelgast. Wunderbar. Also, herzlich willkommen zu diesem dritten und letzten Teil des Open Hardware Forums. Wir haben hier tolle Leute vorne auf der Bühne sitzen, natürlich auch wunderbare Menschen im Raum und möchten aber gerne nochmal diese Gedanken, die Gespräche, die heute über den Tag passiert sind, hier in der nächsten Stunde konkretisieren und bündeln. Ich freue mich sehr zu begrüßen. Ich fange mal neben mir an. Lars Zimmermann kennt ihr ja schon. Der seit heute Mittag auch auf jeden Fall mit uns gearbeitet hat. Lars führt ein Designstudio. Du interessierst dich ganz konkret für die Gestaltung von zirkulären Systemen, von offenen Technologien. Gleich dazu auch noch mal mehr. Neben mir darf ich begrüßen Katharina Peranic. Katharina, du bist Gründungsvorständin der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die das Open Hardware Forum fördert und unterstützt. Dein Fokus liegt auf sozial-digitalen Innovationen und natürlich auch zivilgesellschaftlichem, bürgerschaftlichem Engagement. Das interessiert uns sehr und da hoffen wir auch, ein bisschen mehr von deiner Perspektive gleich einbringen zu können in die Diskussion. Neben dir darf ich begrüßen Anja. Anja Mager arbeitet seit vielen Jahren zum Bereich Transformation, Ökodesign, Recht auf Reparatur. Du arbeitest im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Auch dieses Legislaturverbraucherschutz ist bei euch angesiedelt. Und vorher warst du in der Klimaschutzabteilung, aber jetzt eben mit deiner Expertise gerade natürlich, was für uns interessant ist, zirkuläres Wirtschaften, Reparaturrechte, alles das hoffen wir mehr zu erfahren. Und last but not least darf ich begrüßen Melanie Jäger-Erben. Du bist Professorin für Technik- und Umweltsoziologie an der BTU Cottbus, aber hast auch das, wie soll ich sagen, Privileg, in unterschiedlichsten Kommissionen unsere Regierung oder öffentliche Einrichtungen zu beraten und hast einen sehr großen Erfahrungsschatz genau an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Produktion und natürlich auch Politik. Also, freut euch auf diese nächste Runde. Wir wollen uns gemeinsam anschauen, wie wir mit offenen Technologien und einer aktiven Zivilgesellschaft in die zukunftsfähige Gestaltung unserer Gesellschaft kommen. Ist das überhaupt möglich, wäre meine Frage.
Und wir starten vielleicht ganz kurz mit einer Runde, wo wir gemeinsam uns anschauen, was machen eigentlich eurer Meinung nach nachhaltige Produkte bzw. Hardware, was macht das aus? Also was bedeutet das? Welche Kriterien brauchen wir dafür? Lasst uns mal anfangen bei etwas, was wir da auch hinten in der Ausstellung schon anfassen, berühren konnten. Wie können wir das nutzen, um eben es mit großen politischen Zielen in Einklang zu bringen und, sage ich mal, einen Weg auch in eine ressourcenleichte Gesellschaft zu bahnen? Gibt es da in eurer Arbeit bestimmte Kriterien, wo ihr sagen würdet, ja, da weiß ich genau, was ich damit verbinden kann? Oder habt ihr da hinten auch in der Ausstellung schon was gesehen, wo ihr sagt, das ist eigentlich so ein Grundelement, davon bräuchten wir mehr, dafür könnte man auch bestehende Standards erweitern? Katharina, möchtest du loslegen? Du musst nicht. Ansonsten, guck mal, Anja hat direkt zum Mikrofon gegriffen. Dann würde ich sagen, Anja, dann fange ich bitte mal schön an. Ja, was machen nachhaltige Produkte aus? Also ganz klar, die müssen klimafreundlich sein, die müssen ressourcenschonend sein. Ressourcenschonende Produkte sind reparierbar, sie sind langlebig, sie sind recycelbar, sie setzen bei der Produktion schon recycelte Materialien ein. Klimafreundliche Produkte sind energieeffizient, also da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, Kriterien, die da zur Anwendung kommen, die da ganz wichtig sind. Und ich bin auch besonders froh, dass da jetzt auch in der Politik mehr passiert, denn da muss auf jeden Fall mehr passieren. Wir arbeiten momentan auf EU-Ebene an einer neuen Ökodesign-Verordnung, die soll halt genau diese Aspekte dann auch berücksichtigen. Also das heißt, wenn zukünftig Produkte hergestellt werden, müssen die zukünftig reparierbar und langlebig sein. Es ist aber auch so, dass die Praxis noch nicht so gut aussieht. Also das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis es wirklich implementiert ist. Aber wenn man hier schon allein durch die Ausstellung geht, es gibt ja total viele Ideen, es gibt ganz tolle Beispiele, an denen wir uns da orientieren können. Ja. Vielen Dank, Anja. Das sind genau die Kriterien, die ich auch nennen wollte. Anja, super, mit euch hier zu sitzen, mit euch als Experten und Expertinnen. Ich finde, wenn man hier durchläuft, merkt man eines ganz besonders. Und man merkt, da haben sich Menschen Gedanken gemacht, die ganz nah an Problemen dran sind. Und das ist für mich etwas, was Zivilgesellschaft und engagierte Menschen ausmacht, dass sie Dinge sehen und irgendwie nicht aufgeben und den Mut haben, auch ein bisschen anders zu denken und zu überlegen, wie kann ich eine Lösung dafür entwickeln. Und wenn man durchläuft, das gilt so, diese Windräder hätte ich gerne überall zu stehen. Und solche Dinge dann in die Fläche zu bringen, ich finde, das sollte ein Kriterium sein, worauf wir achten sollten. Also nicht nur eine gute Lösung, die singulär irgendwo steht, sondern wie kriegen wir es eigentlich hin, solche Produkte, solche offenen Technologien auch zu verbreiten. Mhm. Dankeschön. Vielleicht Melanie, du hast ja genau irgendwie in diesem Bereich auch geforscht und hast ein Buch sogar darüber geschrieben. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Verhältnisse reparieren. Neben dem, was jetzt schon gesagt wurde, was kannst du uns aus deiner Forschung mitbringen, um sozusagen nochmal in so eine unsichtbare Ebene unten drunter zu gehen? Was bedeutet das eigentlich? Wir haben hier Kriterien, aber hier unten die Verhältnisse. Was muss da passieren, damit wir das eben ganzheitlicher betrachten, wie es Katharina gerade gesagt hat? Ja, wir haben in dem Buch ja eine Unterscheidung gemacht zwischen den Mensch-Objekt-Beziehungen und den Mensch-Objekt-Verhältnissen. Bei den Beziehungen geht es um mich und das Ding sozusagen oder um mich und die anderen Menschen und das Ding oder die Dinge. Und bei dem anderen geht es darum, in welchen Verhältnissen leben wir eigentlich? Wie wird diese Beziehung zwischen Mensch und Ding eigentlich geframed, sozusagen gesellschaftlich? Und das, was man ja feststellen kann in so einer Konsumgesellschaft, die sehr stark auf industrielle Massenproduktion ausgerichtet ist, dass wir eigentlich entfremdet werden von den Dingen. Ja, und dass es darum geht, möglichst viel in uns reinzustopfen, in unsere Haushalte zu stopfen. Ja, und auch möglichst schnell, also schnellen Durchlauf auch zu haben. Und eigentlich geht es auch gar nicht darum, dass wir eine Beziehung aufbauen. Man redet zwar ständig von Attachment und von emotionalen Werten und so, aber das ist alles, sag ich mal, Marketinggeschwätz, kann man eigentlich fast sagen. Eigentlich haben wir keine Beziehung zu den Dingen, sag ich mal, so im Mainstream.
Und das finde ich das Spannende an so Konzepten wie Offenheit oder eben auch modularen Konzepten zum Beispiel, dass sie eben diese Beziehung fördern können. Ja? Also indem ich ein Ding besser kennenlerne, indem es sich mir zeigt, indem es sich mir transparent macht, ja, indem es sich mir vorstellt quasi, kann ich eine Beziehung aufbauen. Und das merkt man gerade beim Reparieren, aber auch beim Selbermachen oder beim Upcyclen oder was man auch immer adaptieren, was man mit Dingen machen kann, dass da eben eine Beziehung entsteht. Ja? Und man arbeitet sich sozusagen aneinander ab, man arbeitet an etwas, man muss Wissen anwenden, vielleicht auch mal Wissenslücken gestehen, ne? Man tut sich vielleicht auch mal weh oder es geht mal schief, aber darum geht es ja. Also man erarbeitet sich die Beziehung eigentlich, wie es in guten Beziehungen ja vielleicht auch im Sozialen ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir eigentlich diese Offenheit auch nehmen als eine Möglichkeit, Beziehungen herzustellen, gesellschaftlich, aber eben auch individuell. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und also was anderes, was ich auch wichtig finde für nachhaltige Technik, wir hatten vor 2 Jahren mal eine Kampagne gemacht, Langlebe Technik hieß die, wo Menschen Geschichten erzählen konnten, einreichen konnten von Dingen, die sie schon sehr lange nutzen. Ja? Und das ist super, da haben sie Fotos gepostet und Geschichten erzählt dazu. Und also da waren 60 Jahre alte Radios, 15 Jahre alte Notebooks, 15 Jahre alte Mobiltelefone, was, also da war eine ganze Bandbreite an Dingen dabei. Und das, was man da gesehen hat, war eigentlich so diese wirklich gute Passung auf die eigenen Bedürfnisse. Ja? Die meisten Dinge, die wir haben, sind ja irgendwie oversized oder sind nur sozusagen, also entweder ein Schweizer Taschenmesser oder total eindimensional in ihren Funktionen. Und ich glaube, so diese gute Passung zwischen dem, was ich möchte und was das Ding kann, ja, oder was ich auch kann, das Ding möchte, auch so rum, das ist, glaube ich, auch total wichtig für nachhaltige Nutzung und nachhaltige Produkte. Mhm. Ich nehme das mal in deine Richtung, Lars. Also ne, ich würde sagen, auch im Deutschen, das Wort nachhaltig hat ja auch eine interessante, soll ich sagen, Mittelbedeutung. Ne? Also wir kommen eigentlich aus einem Modus, der ist arg zerstörend und wir müssen eigentlich in einen Modus, der wieder regenerierend oder eben viel mehr reparierend ist, und nachhaltig als etwas, was so in der Mitte steht, ne, ist eigentlich nicht genug, sage ich jetzt mal provokant. Und jetzt beschäftigst du dich mit Kreisläufen. Und das, was Melanie sagt in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf Verhältnisse reparieren, was bedeutet das eigentlich in diesem kreisläufigen Denken? Also gibt es da etwas, der Kreislauf ist ja nicht gleichberechtigt, sondern der Kreislauf braucht ja irgendwie auch in bestimmten Phasen mehr oder weniger Aufmerksamkeit, und wir nehmen ja trotzdem viel zu sehr raus als das, was wir eigentlich zurückgeben. Was bedeutet das dann mit dem Gedanken, dort neue Beziehungen zu schaffen? Ja, ich glaube, das pendelt ganz gut auf den Aspekt ein. Ich mochte gerade die Frage, was macht ein nachhaltiges Produkt aus? Und mein Kopf als Designer ist halt explodiert, weil es hat halt unendlich viele Dimensionen. Aber Anja Mager hat ganz gut angefangen, die abzugraben. Vielleicht um in einen Aspekt reinzusuchen, der auf die Frage eingeht. Ich denke, nachhaltiges Produkt ist eins, wo man merkt, dass die Gestaltenden dahinter sich klar gemacht haben, dass dieses Produkt kein Endpunkt ist, sondern immer wieder nur ein Anfangspunkt für was Neues. Und dass das dort irgendwie hineingestaltet wurde. Und das kann man über verschiedene Dinge tun, zum Beispiel über modulares Design, aber eben auch über Openness, was ja heute unser Thema ist. Ja? Wenn ich von vornherein sage, hey, dieses Produkt, damit kann man sehr, sehr viel anfangen, und jetzt entscheide ich mich auch noch mal neue Wege zu gehen, wenn es um geistiges Eigentum geht. Warum soll ich das einfach schützen und allen Leuten verwehren, damit produktiv und kreativ umzugehen? Nein, ich entscheide mich für eine offene Lizenz und lade sie damit aktiv ein, sozusagen mit meinem Produkt zu arbeiten. Und das informiert hinterher auch das, was Designerinnen und Designerinnen tatsächlich entwerfen. Denn für viele Produkte macht es einfach keinen Sinn, so wie sie heute gestaltet sind, dass wir sie mit einer offenen Lizenz versehen, dann werden sie einfach ökonomisch nicht mehr so gut funktionieren, wie sie das gerade tun. Aber offene Produkte denken sich oft einfach als Plattform. Also die verstehen sich als etwas, wo viele Akteure mitgestalten sollen. Und das ist das, worauf Melanie, glaube ich, auch gut hingewiesen hat. Sie sehen die anderen und binden sie ein. Und wenn man das gut versteht, dann kann man auch ein interessantes Geschäftsmodell aufbauen. Und das sehe ich eigentlich bei nachhaltigen Produkten, die das verstehen und das hineindesignen und damit in unsere Gesellschaft tragen. Ich gehe nochmal zurück zu dir, Anja. Also mit diesem sage ich jetzt, wir haben jetzt mal so ein Playing Field hier, so eine Baseline in der Runde kurz aufgestellt. Wenn ich mir jetzt Ökodesign-Richtlinien anschaue oder das, was sozusagen im Bereich
Verordnung oder Regulierung existiert. Wird das abgedeckt, was hier sozusagen als Verständnis in der Runde da ist? Werden Produkte als offene Systeme oder irgendwie in diesem Plattformgedanken schon eingebettet? Das wird momentan noch nicht abgedeckt. Das ist ganz klar. Also ich habe die Hoffnung, dass wir mit der neuen Ökodesign-Verordnung da einen großen Schritt weitergehen. Dass eben auch, wenn es um zum Beispiel Ersatzteile geht, ja, dass die verfügbar sein müssen, dass die Hersteller die nicht zurückhalten, damit eben Produkte nicht repariert werden, wie es momentan leider immer noch ja, namhafte Hersteller machen, gerade auch im Smartphone-Bereich und so weiter, dass es da auch freien Reparateuren wirklich erschwert wird, die Dinge zu reparieren. Und da setzen wir uns sehr stark für ein, dass das zukünftig nicht mehr so ist. Das ist aber ein weiter Weg, aber ich bin da sehr zuversichtlich, weil die Kommission, die Europäische Kommission auch das Problem erkannt hat und wir da jetzt hoffentlich dann mit der neuen Ökodesign-Verordnung diesen Schritt gehen. Auf nationaler Ebene wollen wir das auch machen, auf jeden Fall das Bundesumweltministerium. Wir setzen uns da in der Regierung bei den anderen Ressorts dafür ein, dass wir auch nationale Regelungen treffen, dass zum Beispiel für Produkte, bei denen der Verbraucher, die Verbraucherin annehmen muss, dass sie lange halten, das sind zum Beispiel Elektrogeräte. Eine Waschmaschine muss ja aus meiner Sicht sehr lange halten, aber eigentlich auch kleine Elektrogeräte, also auch ein Föhn soll nicht nach 2 Jahren kaputt gehen, dass wir solche Geräte, die Hersteller zukünftig Reparaturinformationen zur Verfügung stellen müssen, dass sie auch bestimmte Ersatzteile zur Verfügung stellen müssen. Das ist etwas, was wir als Umweltministerium gerne möchten. Das ist im Übrigen auch im Koalitionsvertrag festgelegt. Also das heißt, da können wir uns sehr stark auch darauf berufen. Vielleicht noch mal ganz kurz eine Nachfrage in Bezug auf, also eigentlich ist es ja ein ressortübergreifendes Thema. Und in meiner Wahrnehmung, also wir haben jetzt hier diskutiert, es ist eine systemische Frage. Es geht darum, auch einen neuen Wirtschaftsansatz, ein neues Konsumverhältnis aufzustellen. Und es würde bedeuten, da also zwischen Wirtschaftsministerium, Justizministerium, Arbeits-, also es ist ja eigentlich ein Bereich, der unterschiedlichste Themen bis hin zu Gesundheit anspricht. Wie müsste das jetzt in einem Idealfall gehandelt werden, damit es zu einem Verständnis kommt, was eigentlich mit einem neuen Produktparadigma verbunden ist? Hast du dafür Ideen? Also ich sage jetzt mal, ne, wir merken, es deckt es nicht ab. Bedeutet das, das BMUV kann jetzt irgendwie ein bisschen mehr abdecken oder bedeutet das eigentlich, man bräuchte einen anderen Ansatz der Bearbeitung? Ja, also wir brauchen ja, um neue Regelungen zu schaffen, alle. Ne? Also das heißt, das ganze Kabinett muss da einer Meinung sein. Wir haben eine Koalition mit mehreren Koalitionspartnern. Und wir als BMUV bringen Ideen vor, wir binden dann die anderen ein. Da ist ja im Übrigen bei diesem Thema auch das Digitalisierungsministerium wichtig. So, das heißt, wir haben da mehrere Partner am Tisch, mit denen wir auf eine Linie kommen müssen. Also, ich sage jetzt mal so ein Blick in, was müsste passieren. Wir haben auf der einen Seite mehrere Farben am Tisch. Wir können uns jetzt gedanklich so ein bisschen mehr dahin bewegen, wen bräuchten wir noch als Akteure mit am Tisch? Und jetzt sage ich mal in deine Richtung, Katharina, Staat-Gesellschaftsbeziehungen sind eine wichtige Grundlage, um nachhaltige Produkte, nachhaltige Produktion, neues Wirtschaften zu etablieren. Was würde das für eine Stiftung wie euch bedeuten, die sich für Ehrenamt, Engagement einsetzt? Wie könnte das aussehen in dieser neuen Interaktion mit verschiedenen Ressorts, die sich abstimmen müssen, aber natürlich irgendwie gleichzeitig auch überlegen müssen, wie nehmen wir Bürger und BürgerInnen auf diesem Weg mit?
Also zum einen können wir als Stiftung das, glaube ich, auch ganz gut einbringen. Wir sind getragen von 3 Bundesministerien. Wenn wir das Thema dort platzieren, dann ist das vielleicht auch auf der Agenda. Aber vielleicht nochmal so diese zivilgesellschaftliche Dimension. Wenn ich an Repair-Cafés denke, wenn ich an Makerspaces denke, an Fab Labs, die wir auch unterstützen als Stiftung, jetzt nicht in der ganzen Fläche, aber einige haben wir schon unterstützt oder kleinere Makerspaces im ländlichen Raum. Das findet ja alles nicht nur in Städten statt. Frag ich mich, was können wir als Stiftung tun, aber was kann auch die Politik tun, damit sich Menschen, die sich in dem Bereich engagieren möchten, auch die guten Rahmenbedingungen haben. Also was hindert sie beispielsweise daran? Ist es die Nichtverfügbarkeit von Räumen oder, ich sag mal Ulm oder so, ist es, sind es irgendwelche bürokratischen Hürden, die es da gibt? Sind das beispielsweise zeitliche Hürden, weil man dann doch sehr stark eingebunden ist in seinem Berufs- und Arbeitsleben, im familiären Leben. Und wir als Stiftung schauen eben, dass wir Programme und Unterstützung und vor allem auch Vernetzung in dem Bereich ermöglichen, damit das Engagement eben für dieses Themenfeld, also wir machen auch viel im Bereich Open Source Software, dass das sich verbessert, aber wir machen noch was ganz anderes. Wir möchten die Themen auch in die Breite der Zivilgesellschaft tragen. Wir haben über 28 Millionen engagierte Menschen in Deutschland und ich bin mir nicht so sicher, ob alle wissen, was das überhaupt ist, was offene Technologien sind. Wir haben es jetzt gemerkt, in der Corona-Pandemie hatten wir ein sehr großes Förderprogramm aufgelegt, da waren wir gerade mal ein halbes Jahr alt, da waren 20 Millionen Euro drin, riesen viel Geld. Aber wir hatten gar nicht genug, um alle Bedarfe zu decken. Und die meisten, es war auch mit einem Digitalisierungsschwerpunkt versehen, das Programm, die meisten haben bei uns Hardware, es waren Vereine, haben Hardware-Anträge gestellt. Und das fand ich schon echt erschreckend, wie wahnsinnig hoch der Bedarf ist. Wir hätten ungefähr 200 Millionen Euro gebraucht, um alle bedienen zu können, die wir nicht hatten. Und dann im Laufe der Zeit, also innerhalb der letzten 2 Jahre, haben wir dann auch gesehen, es wurde auch viel Software-Lizenzgebühren beantragt, dass sich die Vereine, dass sich das Denken in den Vereinen verändert. Sie haben nämlich hinterfragt, okay, macht es Sinn, dass ich jetzt meine Fördermittel in proprietäre Software beispielsweise gebe, oder ist es eigentlich ganz cool, wenn ich in Open Source Software nutze, aber mir fehlt das Wissen, ich weiß nicht genau, wie das geht, ich habe irgendwie Ängste und Befürchtungen. Ich kann es mir einfach vorstellen, dass es bei Open Hardware Produkten ähnlich ist, und ich glaube, so ein Akteur wie wir können da ein Scharnier sein oder eine Brücke bauen in die unterschiedlichen Communities. Also ich fände es cool, wenn 600.000 Vereine in Deutschland in die Richtung denken würden. Das wäre schon mal ein Hebel, um zu skalieren. Gute Vorlage. Ja, Applaus. Bitte. Lars. Ja, ich würde auch gerne was sagen zu der Frage, wie kriegen wir das stärker ausgerollt? Und ich denke, was wir einfach brauchen, sind Poster-Childs. Das ist so ein englischer Begriff. Was ist ein Poster-Child? Das ist einfach so ein Beispiel, das alle kennen. Und wenn man so ein Beispiel hat, das strukturiert in der Regel die Diskussion. Wir alle waren auf diesen Innovations-Events, wo es zum Beispiel um Digitalisierung geht. Und im Grunde reden wir alle über Facebook oder Google und so weiter. Wie können wir das nachbauen? Gibt es diese Poster-Childs im Bereich Open-Source-Hardware für die Kreislaufwirtschaft? Nein, die gibt es nicht. Und das macht die Diskussion darüber so schwer. Warum gibt es die nicht? Warum gibt es denn diese anderen Poster-Child? Die Antwort ist ganz klar, die sind alle staatlich gefördert. Wenn man sich die Geschichte des Silicon Valleys anguckt, da steckt unfassbar viel Staatsgeld drin. Ja? Diese Fabrik, die da draußen in Wuhlheide gerade gebaut wurde von Tesla, wie viel deutsches Staatsgeld steckt darin? 3 Milliarden oder so? Ja? Also diese Poster-Childs in der geschlossenen Welt sind auch alle vom Staat finanziert. Und wie viel Geld steckt denn im Moment in Open-Source-Hardware drin? Durch einen sehr heroischen Einsatz der Open Knowledge Foundation haben wir jetzt diesen Fund gehabt und hatten mal 6 Projekte, und wir erleben gerade, was das macht, ja, was das öffnet und welche Potenziale das freisetzt. Und da muss viel mehr rein, und irgendwann entstehen diese Poster Childs und die strukturieren diese ganze Kommunikation von ganz alleine. Also super Punkt, zu empfehlen, Mariana Mazzucato, genau irgendwie in diesem Diskurs, was passiert mit öffentlichen Mitteln, können wir öffentliche Mittel an offene Daten, an offene Hardware, an offene Sourceware sozusagen anbinden, damit daraus wieder Öffentlichkeit entsteht und nicht nur, sage ich mal, das Private Black Hole, eigentlich diese Mittel letztendlich sich privatisieren. Und das wäre vielleicht auch noch mal eine Frage an euch beide, weil ich sehe schon hier irgendwie ein Zusammenspiel. Auf der einen Seite öffentliche Mittel, super bürokratisch. Wer hat Bock, so einen Antrag zu schreiben?
Wer muss ihn dann evaluieren? Wer bekommt eigentlich das Geld? Stiftungen, die viel unbürokratischer, viel schneller bestimmte Gelder frei machen können, aber irgendwie nicht so stark systematisieren, zurück anbinden, standardisieren. Also wo ist sozusagen auch diese Brücke in Zukunft zwischen öffentlicher Förderung und Stiftungsförderung, um dort mehr Wirkung zu erzielen? Wie arbeitet ihr bisher zusammen und was wäre vielleicht für euch eine bessere Art und Weise, zusammenzuarbeiten, vor allem in Zeiten, wo ich jetzt sagen würde, die nächste Pandemie oder der nächste Krisenfall kommt, öffentliche Mittel müssen ausgeschüttet werden, egal ob es einen Koalitionsvertrag gibt oder nicht. Stiftungsgelder werden auch ausgeschüttet, aber wie findet diese Rückanbindung in ein gemeinsames Lernen, eine gemeinsame Einbettung, wie könnte sowas aussehen? Ideen? Ja, ich kann ja mal anfangen. Ich finde, das ist ein total guter Punkt, ne? Weil wir stehen auch gerade, also wir stehen noch relativ am Anfang, aber gehen jetzt auch den Schritt, dass wir ehrenamtliche Initiativen, die Reparatur fördern, auch mit Mitteln unterstützen wollen. Denn es ist sehr, sehr wichtig, dass wir aus dieser Wegwerfgesellschaft herauskommen. Und da reicht es eben nicht nur, dass wir Produkte anders designen, sondern da muss natürlich die ganze Bevölkerung, die Verbraucherinnen und Verbraucher mitgenommen werden. Und deswegen wollen wir Fördermittel, die wir jetzt genau zu diesem Zweck auch bekommen haben, eben für Reparaturinitiativen oder Repair-Cafés ausgeben, in der Hoffnung, dass dadurch das Bewusstsein in der Bevölkerung sich dann auch verändert. Aber zu dem Punkt, den du eben gesagt hast, dass man da wirklich auch in die Wirtschaft investiert, also diese Gelder haben wir jetzt momentan, also wir als Umweltministerium nicht zur Verfügung. Ich kann jetzt nicht für andere sprechen, wobei ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Ja, Katharina, willst du darauf noch reagieren? Also was wir gelernt haben ist, also immer so aus dieser Perspektive, wie kann man Engagement fördern, Zivilgesellschaft stärken, nicht nur in einem Sektor sozusagen zu denken, sondern wirklich über die Sektoren hinweg nicht nur zu denken, sondern auch zusammenzuarbeiten, also quasi diesen Kollaborationsmuskel zu trainieren. Das vergessen wir manchmal häufig und dafür sind Förderprogramme super, aber ich finde, das ist nicht ausreichend. Es ist total wichtig, dass es Räume gibt wie hier, wo man in den Austausch kommt, wo man in Wissenstransfer kommt, wo man eben auch gucken kann, wer macht was, wo kann ich mich andocken. Und dann ist es total wichtig, das, was hier passiert, auch in andere, naja, in andere Silos sozusagen reinzubringen. Und das heißt, wir müssen rausgehen, wir brauchen ein gemeinsames Ziel letztendlich und müssen gucken, wie können die unterschiedlichen Partner, sei es jetzt Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, wie können wir sinnvoll miteinander zusammenarbeiten, ohne uns gegenseitig zu überfordern, weil man ist ja relativ schnell auch in der, das muss jetzt aber die Politik machen, das muss jetzt hier aber die Wirtschaft regeln, nö, da muss das Ehrenamt jetzt mal wieder ran. Ich finde, das ist total wichtig, genau zu wissen, was kann von wem erwartet werden, da auch schon auch zu fordern und sich das auch zu nehmen, aber auch wirklich das Commitment dazu zu haben. Und dafür braucht es Vertrauen auf allen Seiten. Schwierige Aufgabe. Wie bekommt man Vertrauen? Indem man miteinander spricht. Indem man neugierig ist. Indem man, ich meine, warum sind wir hier? Es geht um Nachhaltigkeit. Wir befinden uns in einem Klimawandel. Ich meine, die Probleme sind klar. Du hast vorher gefragt, wie kommen wir zu schnellen Lösungen? Wie kriegen wir jetzt Tempo auf die Schiene? Und ich glaube, das ist jedem, egal in welchen Hut er aufhat, als Mensch bewusst. Also Bürgerrat Open Hardware. Von mir aus, ja. Melanie, Bürgerrat Open Hardware, ihr habt eben genau dazu geforscht, also wie können wir über die Beziehung mit Produkten, ich weiß, du kannst mich super schlecht verstehen, alle hören mich, außer du, ich probiere es trotzdem weiter. welche Anreize sind notwendig, damit ich, sag ich mal, ne, wir haben ja auch
in meinem Alltag, ich sage mal bürgerrechtsähnliche Formate, ist etwas, was Teil dieser Vertrauensbildung ist. Aber wir hätten ja jetzt den Vorteil, über eine Produktbeziehung auch eine bestimmte Lernreise zu ermöglichen, abzubilden, um sprechfähiger zu werden in diesen krassen systemischen Entscheidungen. Was habt ihr gelernt in eurer Forschung, wie wir Anreize schaffen können, um sozusagen diese neuen Produktbeziehungen aufzubauen? Also wichtig ist ja nicht nur die Beziehung zu Dingen, sondern eben die Beziehung, die wir miteinander dann auch mit den Dingen haben. Und ich finde diesen Punkt, es muss mehr zusammengearbeitet oder kommuniziert werden, ist extrem wichtig. Also was ja eigentlich wichtig ist, ist, dass wir sehr viel stärker mission-oriented arbeiten. Ich meine, das ist jetzt so ein Schlagwort, ja, das wird jetzt auch durch alle Gremien gejagt. So. Aber letztlich geht es ja eigentlich darum, dass man sich versammelt um ein Ziel herum und sich dann deswegen auch versammelt um Dinge herum. Ja. Also Circular Economy oder Circular Society, wie man es nennen will, funktioniert ja nur, wenn wir uns gemeinsam sozusagen um Dinge versammeln und da eben diese Zirkularität aufbauen oder diesen Flow von Dingen. Und darüber entstehen eben Kollaborationen, ja, also indem sozusagen nicht mehr mein Eigeninteresse im Vordergrund steht, sondern die Mission und das Ding, also das ewig leben soll oder 1000-mal repariert werden soll oder 100-mal abgecycelt oder remoduliert werden soll, genau darum muss man sich versammeln, ja, und darüber muss eine Kollaboration entstehen, wo jede Person oder jeder Akteur oder jede Gruppe das einbringt, was sie eben kann, sozusagen, ne? Und darüber schafft man eben auch Vertrauen, also im besten Fall Vertrauen. Es gibt natürlich 1000 Konflikte und Zwiste, aber darüber reifen Beziehungen ja auch. Ich meine, eine Beziehung, wo alles super läuft, ist eigentlich keine Beziehung. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese missionsorientierten Assemblagen, wenn man es mal so techniksoziologisch ausdrücken will, zu kreieren. Und ich glaube, da sind auch einige Länder auch ein bisschen weiter in der EU, also Holland zum Beispiel, Niederlande, da sitze ich gerade in so einer Kommission schon wieder, die so die neuen Förderprogramme oder Fördereinreichungen irgendwie bewertet und die haben wirklich diese Frage Trust in Circular Economy in den Mittelpunkt gestellt. Ja, also da geht es wirklich darum, wie schaffen wir eigentlich Vertrauen zwischen den Akteuren, die sich eigentlich spinnefeind sind oder die unterschiedliche Interessen haben. Und da gibt es tolle Projektideen, wo man sagt, okay, mit dieser Mission, mit diesen Orientierungen, mit diesen gemeinsamen Interessen, die dann irgendwie vielleicht klein sind, aber immer größer werden, schaffen wir das. Und ich glaube, das ist echt total zentral. Und darüber beschäftigen wir uns eben auch anders mit den Dingen, weil wir haben die Mission, das soll ewig leben und so weiter. Hier gibt es eine direkte Nachfrage. Ich weiß nicht, ob das was ist, was du beantworten kannst, aber hier gibt es die Frage nach dem EU Product Liability Act, ob der sozusagen Open Source Hardware beeinflussen wird. Kann das jemand von euch beantworten? Es gibt einen neuen EU Product Liability Act, also ich habe es auch peripher auf jeden Fall mitbekommen. Inwieweit, denkt ihr, wird der Open Source Hardware beeinflussen? Keine Ahnung. Nehmen wir mit als Hausaufgabe. Kommt nicht jetzt sofort, aber später. Ich gehe noch mal darauf ein, was du gesagt hast und spinne weiter. Also, Bürgerrat Open Hardware mit, nicht nur mit Auseinandersetzungen verbal und Sprechen und guten Gesprächen, sondern mit neuen Interaktionen zwischen Produkten, aber auch zwischen Menschen, zwischen Systemen. Wie können uns offene Technologien in solchen Prozessen, Lernprozessen, Entscheidungsprozessen, Regulationsprozessen, wie könnten sie uns dabei helfen? Also stell dir vor, wir machen eine Strategieentwicklung, Open Hardware, Bürgerrat, aber sprechen nicht nur miteinander, sondern haben auch Produkte im Raum, können uns auseinandersetzen. Darauf gibt es natürlich viele Antworten. Meine Lieblingsantwort ist einfach einfaches, leicht verständliches Design. Ich glaube, wir alle hatten schon mal dieses Erlebnis, zum Beispiel eine Wäscheklammer, die uns kaputt gegangen ist. Wir kennen alle diese Wäscheklammer mit dem Metallstück in der Mitte. Und dann geht die kaputt und dann fummelt man die irgendwie wieder zusammen. Das geht nicht ganz einfach, aber wenn man es ein paar Mal versucht hat, irgendwann schafft man es. Ja? Dann hat man so ein kleines Erfolgserlebnis. Und wenn man das erste Mal es nicht schafft, dann wirft man es einfach weg. Aber dieses Design ist so einfach, dass wir, wenn es kaputt gegangen ist, alles Gefühl haben, wir verstehen es und wir machen wenigstens einen Versuch, das zu reparieren. Ja? Und das Design kann uns auch noch entgegenkommen, weil wir haben jetzt welche zu Hause, die super leicht zu reparieren sind, weil die einfach diesen Bügel etwas schwächer gemacht haben als früher. Etwas dünneres Material, die Klammer ist immer noch stark genug, aber ich kriege die einfach immer wieder zusammengefummelt. Die fallen etwas schneller auseinander.
auseinander, aber man kriegt sie auch wieder zusammen. Ja? Und so stelle ich mir das als Metapher Produkte vor, die uns dabei unterstützen, sie in Kreisläufen zu führen, weil wir sie anschauen und sie uns zum Mitgestalten einladen, dadurch, wie sie sich uns präsentieren. Also eigentlich eine Möglichkeit, Systemwandel erfahrbar zu machen, indem ich es in der Hand halte? Absolut. Okay, interessant. Also das haben wir bei uns in dem Buch auch als sogenannte Quick Fixes bezeichnet, also diese Kleinstreparaturen, die man im Alltag auch gar nicht so richtig sieht. Ja? Und das Spannende ist, dass der Alltag tatsächlich voll von diesen kleinen Dingen ist. Also wo man Dinge mal irgendwie Kabelbinder oder Panzertape oder was auch immer wieder ein bisschen funktionsfähig macht. Und ich glaube, das ist das, wo man sozusagen so eine kleine Einfallstür hat so, oder so ein kleines Mäuseklappe, ja? Irgendwie, wo man dann rein kann und sagt, hier, da gibt es doch schon was. Also es gibt ja schon so eine Alltagskreativität, so eine ganz kleine. Und ich glaube, also ne, je mehr Angebote es da gibt, die dann auch schnell lösbar sind natürlich, desto besser ist das. Ja, also auch schon im kleinsten Alter sozusagen. Ich glaube, diese Gewohnheit in das, ach, ich kriege das gefixt irgendwie, ist total wichtig. So. Also eigentlich schon so ein Mini-Kulturwandel auch und kein Hack, sondern ein Fix. Ja. Und Anja, was bedeutet das? Also lass uns nochmal vielleicht um Reparierbarkeit so ein bisschen fokussieren. Was wird genau geplant? Wie werden jetzt diese, sag ich mal, größeren Themen, die wir kurz angesprochen haben, in Zukunft angegangen, umgesetzt? Wie können wir, sag ich mal, auf Bundesregierungsseite uns dort auch einbringen? Was ist zu erwarten? Ja, das habe ich ja zum Teil auch schon angesprochen, dass wir gesetzliche Regelungen schaffen wollen, um Produkte besser reparierbar zu machen. Zum Stichwort Recht auf Reparatur, was ja auch überall kursiert, gibt es auch die Idee, dass man jetzt nicht nur an die an Produkte Anforderungen stellt, sondern auch Verbraucherinnen und Verbraucher ermächtigt, Produkte besser reparieren zu können. Dazu zählen zum Beispiel auch Verkäuferinnenrechte. Ja, also dass ich zum Beispiel ein längeres Gewährleistungsrecht habe, wenn das Produkt mangelhaft ist. Momentan haben wir 2 Jahre. Warum verlängern wir das nicht, dieses Recht? Und verpflichten gleichzeitig die Hersteller auch noch eine Lebensdauerangabe zu machen. Also so, dass ich halt, dass es mehrere Aspekte gibt, die es Verbraucherinnen und Verbrauchern einfach erleichtert, nachhaltige, langlebige Produkte zu kaufen. Das ist so das eine. Wir wollen auch, das habe ich ja eben auch schon angedeutet, über Fördermittel finanzielle Anreize schaffen, dass eben ehrenamtliche Initiativen besser unterstützt werden, damit die in die Öffentlichkeit kommen, ins Bewusstsein der Menschen kommt. Das sind so mehrere Punkte. Was ich auch noch ansprechen wollte, ist, ich fand das eben ganz interessant, was du gesagt hast, dass wir die Beziehung zum Produkt verändern müssen. Ne? Also du hast gesagt, dass man da eben eine engere Beziehung zu schaffen muss. Das finde ich total interessant. Ich würde auch gerne mal darauf hinweisen, im Moment ist es ja so, dass wir dieses Eigentums, diesen Besitzgedanken haben. So, das ist meins, das ist mein Eigentum. Da würde ich eigentlich auch gerne von wegkommen. Also dass man eben überlegt, andere Geschäftsmodelle aufzuziehen. Ja? Dass man Produkte eher mietet, als selber das Eigentum daran zu haben. Und weil dann habe ich nämlich das Dilemma, ich muss das dann reparieren. So, wenn ich das aber miete, repariert das sozusagen der Service für mich. Ne? Und dadurch werden Produkte eben auch langlebiger, weil natürlich dieses Geschäftsmodell inkludiert, dass das Produkt lange genutzt wird, damit eben auch wieder Profit gemacht wird. Mhm. Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt, was könnt ihr jetzt schon Richtung BMUV empfehlen, was ihr in eurer Arbeit im Bereich Repair-Cafés, konkrete Unterstützung von Ehrenamtlichen in den letzten Jahren, vor allem auch in den Pandemiejahren, gelernt habt? Wir hatten ja nur die Corona-Jahre. Wir sind ja noch nicht so alt. Was wir empfehlen können ist, wenn wir Förderprogramme aufsetzen, dann versuchen wir sie so flexibel wie möglich für die Organisationen zu gestalten, also wenig einengend, weil die Lösungen einfach von den Engagierten selbst kommen und nicht wir als Förderinstitution bestimmen können,
jetzt macht mal hier alle Open Hardware, keine Ahnung was, Produkte. Das macht gar keinen Sinn, sondern denjenigen, den Organisationen, das sind die Expertinnen und Experten, die Möglichkeit und Flexibilität lassen, das zu tun. Dazu gehören aus meiner Sicht auch finanzierbare Personalkosten, wenn ihr das mit andenkt. Ich glaube, da ist jede Organisation auch dankbar dafür. Also wirklich sehr viel Flexibilität, aber auch zu schauen, wie kann man diese Organisation auch noch weiter begleiten. Häufig hilft es, wenn man dann vielleicht noch Prozessbegleitung mit anbietet, Organisationsentwicklung, Veranstaltungen für Wissenstransfer. Das sind alles Dinge, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Wir hatten jetzt letztes Wochenende hier in Berlin auch eine Community Convention mit 400 Leuten. Da ging es auch um das Thema Digitalisierung und Ehrenamt. Und da liegt so eine wahnsinnige Kraft drin, wenn unterschiedliche Akteure zusammenkommen und einfach merken, wow, wir haben das gleiche Ziel, wir können hier kooperieren, wir haben gleiche Herausforderungen, wir können hier Wissen teilen und zusammen nach vorne kommen. Und das ist ja quasi auch so dieser ganze Open-Gedanke, das ist dem ja total immanent und das ist der Zivilgesellschaft letztendlich auch immanent. Also erster Tipp, sehr offen gestalten, das Vertrauen in die Organisation selbst, dass sie genau selbst wissen, wie sie Projekte umsetzen und drittens noch zusätzliche Angebote machen, wenn sie denn gern angenommen werden für den Wissenstransfer. Habe ich das so an dich? Ja, genau. Danke, Katharina. Also ich glaube, es ist auch wichtig, einmal kurz zusammenfassen zu können, was eben gut ist oder was irgendwie an positiven Prinzipien in der Arbeit funktioniert. Insofern, das ist kein, ich denke, dass du genauso irgendwie aus deiner Arbeit andere Sachen, aber ich dachte, das passt jetzt irgendwie ganz gut und sind, glaube ich, auch Sachen, wo du kurz noch mit einsteigen wolltest. Genau, ich tue noch auch noch einen Aspekt ergänzen zu der ganzen Frage, wie kriegen wir diese Produkte, die mit uns diese Verbünde eingehen, eigentlich an den Start? Und ganz klar müssen wir an die Designausbildung ran. Das interessiert jetzt natürlich hier nicht besonders viele, aber was Designerinnen und Designer in der Schule lernen. Und ein Aspekt davon will ich jetzt nur herausgreifen. Mir hat heute jemand erzählt, der hat an der TU Delft Industriedesign studieren wollen. Wenn man da anfängt, Industriedesign zu studieren, legen die einem einen Vertrag hin und da steht, was immer du hier erfindest, die Universität entscheidet, ob wir es patentieren und die Universität besitzt das Patent daran. Dein Name steht zwar drauf, aber du sitzt drauf. Und er ist halt ein Open-Source-Aktivist und dachte, das will ich nicht. Und hat mit denen eine Weile rumgestritten und dann so irgendwann zähneknirschend dieses Ding unterschrieben. Jetzt hat er sehr viel Engagement aufgewendet und jetzt kann man wenigstens als Wahl noch sagen, entweder ich stelle es frei für alle oder ich patentiere es und dann gehört es halt der Uni. Und das ist so ein bisschen das Problem. An jeder Designhochschule heute sitzt so ein kleiner Patentanwalt im Keller und läuft sofort hoch zu den Studierenden und erklärt ihnen, dass sie ein Patent anmelden können. Ich habe letztes Jahr einen Startup in einem Incubator drin gehabt und wir haben händeringend, das war so ein Hippie-Incubator, die sollen uns bitte einen Anwalt finden, der uns über Open-Lizenzen aufklären kann. Haben die nicht gefunden. Es gibt einfach nur welche, die was zu Patenten und so weiter erklären. Dieses ganze Patentwesen ist sogar so sprichwörtlich, dass wir alle sagen, da kannst du ein Patent drauf anmelden, wenn mal jemand seine Schuhe auf eine besondere Art und Weise zugeknotet hat. Das Problem ist aber, dass wir einfach erkennen müssen, dass Anja Mager meinte, wir müssen weg von der Wegwerfgesellschaft. Und Wegwerfgesellschaft und Patente hängen relativ eng zusammen. Weil wenn so ein Ding kaputt ist und ich will es irgendwie reparieren oder umbauen, aber da ist ein Patent drauf, dann darf ich das schlicht und einfach nicht. Dann zwingt mich ein Patent, dieses Ding in den Müll zu werfen. Und irgendwie da ein bisschen wegzukommen, da mehr Offenheit hinzubekommen und das Patent auch mal in Frage zu stellen, dass es kein Allheilmittel ist, das würde uns zum Beispiel sehr helfen. Super Punkt. Applaus. Also ich fasse nochmal zusammen. Bürgerrat, Bürgerinnenrat, aber wir, sag ich mal, Bürgerrat zu Open Hardware. Das heißt, wir müssen miteinander sprechen, wenn es um wichtige Strategien, Entscheidungen geht in diesem Bereich. Wir können besser darüber sprechen, wenn wir etwas im Raum haben, was uns hilft, Beziehungen abzubilden und erfahrbar zu machen. Das heißt, auch für meine Arbeit super Idee, also viel stärker einfache Produkte, das Anfassbare, die Klammer in der Hand, um das dahinterliegende Unsichtbare zu erklären und zu verstehen. Und ich setze jetzt noch eins drauf. Wir brauchen das eigentlich als regulatorisches Reallabor. Das heißt, das sind im Bereich von
sag ich mal, dem Wirtschaftsministerium gab es dazu ein Förderprogramm über die letzten Jahre, wo es darum ging, Technologien gerade im Bereich Energiewende so zu erforschen, dass eben regulatorische Rahmenbedingungen, die uns aktuell davon abhalten, erneuerbaren Strom günstiger zu verkaufen als fossilen, außer Kraft gesetzt werden. Also ich habe Experimentierklauseln, um zu erforschen, wie eine neue Regulatorik aussehen müsste, damit ich das, was eigentlich weniger invasiv, weniger destruktiv ist, regulatorisch und damit auch, ich sage jetzt mal, über Subventionen oder über staatliche Förderung unterstütze. Und wir gehen gleich nochmal in der Abschlussrunde, aber bevor wir in diese Abschlussrunde gehen, also wie könnten wir so eine neue Komplexität trotzdem für unsere Arbeit einfach zugänglich machen und was würde das vielleicht auch für eine Anpassung eures Alltags oder so, wie ihr bisher Dinge im Bereich Open Hardware, Reparatur, Zirkularität unterstützt habt. Was seht ihr dort für notwendige Anpassungen, damit wir gemeinsam auf so ein neues Level kommen? Ich glaube, was unsere Arbeit angeht, kann ich mir vorstellen, dass wir das Thema, also dieses Thema noch viel, viel stärker in alle Formate, in allen Formaten mitdenken und auch transportieren, weil wir doch irgendwie den breiten Zugang zu den vielen, vielen Vereinen und Engagierten eben nicht nur in Städten, gerade in ländlichen Räumen haben, um da so auch so ein Bewusstsein zu schaffen. Ich versuche gerade, vielleicht ist die Fragestellung doof, aber wo drückt denn am meisten der Schuh? So, geht es darum, dass wir zu wenig Produkte haben? Geht es darum, dass wir keine Finanzierung dafür haben? Geht es darum, dass es noch nicht so im Bewusstsein ist? Also was ist, Entschuldigung, wenn ich jetzt die Frage hier stelle, aber was ist eigentlich der Kern, der so eine Zusammenarbeit, die Zielstellung, die es lösen sollte? Ja, finde ich eine super Sache, weil vorhin, als du gesprochen hast, habe ich gedacht, ihr seid doch eigentlich, ihr habt das perfekte Sensorium, um diese gesellschaftliche Bedarfsanalyse zu machen. Also wie kriegen wir die Daten aus den vielen kleinen Projekten nochmal ganz anders strukturiert, um zu wissen, wo der größte Hebel ist, um loszulegen? Und wäre das vielleicht irgendwie auch eine Aufgabe als Stiftung, wo man sagen könnte, okay, wir geben Gelder in einem sehr offenen Rahmen oder ne, wir lassen die Community entscheiden, aber das, was wir an Daten zurückbekommen, auch anonymisiert, sage ich mal, kann man eigentlich sehr gut nutzen, um viel genauer mit Politik, mit Wissenschaft, mit Maker-Communities zusammenzuarbeiten. Okay. Noch jemand? Vorschläge für ein Upgrade eurer Arbeit? Ich habe gesagt, hast du einen Vorschlag für ein Upgrade deiner Arbeit, um deine Arbeit auf ein nächstes Level zu heben und hier gemeinsam, sage ich mal, mehr in der nächsten kurzen Zeit zu bewegen? Was wäre für dich möglich oder notwendig, damit du das Gefühl hast, jetzt machen wir einen kleinen Überflieger? Also, wenn man relativ aktiv akquisemäßig ist und irgendwie so einen gewissen Status auch mal erreicht hat, dann brauche ich sozusagen für meine eigene Arbeit gar nicht so viel. Ich brauche oft nur mehr Akteure, die mit mir zusammen was machen wollen und die eben auch die Ressourcen und die Zeit dafür haben und auch die Rahmenbedingungen haben. Das heißt also, ich versuche ständig, wir hatten ja in so einer Sitzung, die wir letztens hatten, diese Metapher der Wanderpredigerinnen, die sozusagen rumlaufen und sagen, wir müssen das jetzt mal anders machen, die Politik versuchen zu überzeugen. Und ich sage immer, ey, nehmt doch einfach die Gießkanne und schüttet es über diese ganzen aktiven Menschen aus. Und da macht ihr vielleicht auch mal, trefft ihr mal jemanden, der vielleicht falsch ist, aber ihr trefft meistens die Richtigen. So, ne? Und ich finde das immer so, dieses Zurückhalten von Mitteln, wo ganz woanders Hightech-Strategie, ja, die Milliarden fließen, ohne irgendwie nach Wenn und Aber zu fragen, das finde ich immer so traurig, dieses Missverhältnis. Und was ich wichtig fände, ist, dass es mehr Akteure gibt, die nicht auf den Pfennig genau rechnen müssen und die nicht so ein mega Zeit- und Ressourcenproblem haben. Ja? Also, weil in der Wissenschaft gibt es, glaube ich, ausreichend Akteure, die ne, von der Ausstattung her noch relativ gut dastehen, aber eben die anderen nicht. Ne? Und das finde ich immer so ein
furchtbares Missverhältnis. Also die Soziologie ist nicht so gut ausgestattet wie die Ingenieurwissenschaften, das muss man schon sagen. Aber letztlich ist es, also ich habe nicht so ein Ressourcenproblem wie andere. Mhm. Also ihr seid schon mal ein super Match in Bezug auf Bedarfsanalyse und sozusagen Schwerpunkte finden. Sehr gut. Und jetzt ein kleiner Challenge für dich. Was wäre, wenn es eben nicht die Gießkanne ist, sondern eher so eine Akupunktur? Also ja, wo wäre dieser Punkt, ne, wo du sagst, okay, aber da jetzt besonders und bewusst? Also ich denke da eher an so harte Regulation, wie sowas wie Ressourcensteuer oder so. Das würde eine Rahmenbedingung, also eine Ressourcensteuer auf Rohmaterialien oder ne, das würde ein ganz anderes Umdenken fördern. Da würden ganz viele andere Akteure nämlich nach Alternativen gucken müssen, ja, sonst geht es ja nicht anders. Und ich glaube, das würde sie dann eher drängen in solche Kollaborationen. Und also ich weiß nicht, so Bürgerräte sind ja immer schöne Sachen, das kommt ja immer wieder auf, aber ich glaube, wir brauchen eigentlich Versammlungen von mehr Akteuren. Ne, und da müssen auch Leute, die vielleicht in der Industrie sind oder sehr industrienah forschen, ja, die sind ja oft auch so weit weg von der Gesellschaft oder von der Welt, die muss man eigentlich dazu quasi ein bisschen pushen, also sehr stark pushen, dass die so in solche Versammlungen gehen und ja, eben da auch die Mission gemeinsam entwickeln und dann auch an der Mission mitwirken. So. Mhm. Also das ist, glaube ich. Ich mache noch mal ein Upgrade von mir. Ich sage jetzt, ich gehe weg von den Bürgerräten, sage hin zu gelosten Foren. Also eine geloste Zusammensetzung, aber mit unterschiedlicheren Sektoren, intersektoral. Okay. Ja, jetzt sind wir da beim Intersektoralen. Anja, für deine Arbeit als Upgrade, was wünschst du dir? Ja, ein Upgrade. Also als Upgrade bräuchte ich erstmal mehr Zeit. Und dann, also das ist klar, ne, ganz wichtig, dass alle einbezogen werden. Es ist ja so, dass, also wenn wir Regelungen auch auf europäischer Ebene verhandeln, dann treten natürlich gerne Herstellerverbände an uns heran. Das ist auch wichtig, denn dadurch bekommen wir auch viele Informationen, die wir so, also auch technische Informationen, die wir gar nicht haben. Aber natürlich ist es auch wünschenswert, wenn nicht nur Hersteller an uns herantreten, sondern andere Akteure, ne? Also aus der Reparaturbranche zum Beispiel, damit wir einfach mehr Informationen, mehr Wissen auch generieren können. Aber dass wir in den Dialog treten müssen und wollen, das ist ganz klar. Das Umweltministerium bereitet ja jetzt auch eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie vor und da wird es auch genauso aufgesetzt. Also dass es Dialogformate gibt, in denen wirklich alle Akteure an einen Tisch kommen und Vorschläge, Ideen einbringen können, über die Themen diskutiert wird, schwerpunktmäßig. Auch zum nachhaltigen Konsum zum Beispiel und darauf freue ich mich auch schon sehr. Ich habe jetzt hier auch so ein bisschen noch mit in den Chat geschaut, Lars, um deine Arbeit auf das nächste Level zu heben. Was brauchst du da? Ich denke, ich habe es schon gesagt, das Ökosystem braucht auf jeden Fall mehr Geld, mehr Förderung und nicht nur einfach mehr Geld, sondern auch intelligent gestaltete Förderung. Ein Aspekt, der jetzt ein bisschen untergegangen ist, der aber auch super interessant ist an diesem Open Hardware Fund, der uns hier zusammenführt, ist, was ist das Ergebnis? Es geht nicht um die gebaute Hardware. Das Ergebnis ist die Dokumentation, die die Projekte einreichen. Es ist was da, was bleibt. Oder wir haben früher mit der Idee gespielt, wie sind eigentlich heute Förderungen gestaltet? In der Regel gibt es eine Ausschreibung, dann stecken alle sehr viel Energie rein, so einen Antrag zu schreiben, der landet dann bei... Diese Energie ist erstmal verbrannt für den Aktivismus. Ja? Das ist Zeit, in der nichts Produktives entsteht, keine Hardware gebaut wird, sondern erstmal nur Texte entstehen. Und die werden an eine Stiftung gesendet, da wird es dann alles gelesen und der Großteil verschwindet in Schubladen, vernichtete Ressourcen. Ja? Und eine intelligente Lösung dafür könnte sein, zum Beispiel euer Antrag, packt den auf eure Webseite. Macht eine Webseite, die sehr gut erklärt, was ihr tut. Und wir gucken dann darauf. Warum ist das eine intelligente Lösung? Weil dieses Projekt hinterher eine Webseite hat. Die meisten von diesen Projekten haben schlechte Webseiten, die nicht gut erklären, was sie tun. Wenn wir jetzt viel, viel mehr bessere Webseiten hätten, dann wären diese Ideen besser erklärt und könnten, ja, es wäre was Nachhaltiges für diese Projekte geschaffen. Das ist auch so eine Idee für eine intelligente Ausschreibung. Und dann kriegt man das Feld, glaube ich, ganz gut geschubst. Okay, ich sage jetzt mal Open Hardware für Open Hardware. Und das ist jetzt auch eure letzte, nochmal eine kleine Abschlussrunde. Wenn wir Open Hardware auf Open Hardware anwenden könnten,
Was wäre ein konkreter nächster Schritt auch nach heute, um zu sagen, das ist jetzt das erste Open Hardware Forum, es war echt ein steiniger Weg wie bisher. Wie müssen wir ab heute anfangen zu verstetigen, nicht nur zu diskutieren, nicht nur, ich sage jetzt, ne, im Chat stand, zusammenarbeiten, sondern eher in Richtung Koordination gehen, eher in Richtung strategische Allianzen gehen, eher in Richtung Prinzipien, die wir nach draußen tragen, auch auf uns selber, sage ich mal, hier auch im Panel anzuwenden. Was wäre ein konkreter nächster Schritt? Freiwillige vor. Ich fange mal an. Ja? Ich glaube, unsere Veranstalter, die uns hier eingeladen haben, haben da bestimmt schon ganz konkrete Ideen. Darauf vertraue ich sehr. Wenn ihr uns da irgendwie als Partner braucht, sind wir gerne dabei. Und was wir konkret anbieten können, ich weiß, dass viele hier quasi ihre Projekte, ihre Produkte ohne Rechtsform beispielsweise erstellt haben. Was wir anbieten, ist eine kostenlose Rechtsberatung. Wer Richtung Gemeinnützigkeit denkt, kann sich an uns wenden. Wir unterstützen da total gerne. Wir haben auch Fundraising-Beratung. Wir werden demnächst auch ein Förderprogramm aufsetzen. Da geht es um Transformation. Da passen diese Vorhaben auch ganz wunderbar rein. Also bleibt mit uns in Kontakt. Das ist was sehr Konkretes, was ich anbieten kann. Top. Love it. Ich versuche ja auch immer, den Wissenschaftssektor sozusagen, da so leichte transformative Arbeit zu machen. Und ich arbeite ja viel mit Ingenieurinnen und Ingenieuren zusammen. Und was ich eigentlich, also wo ich jetzt auch so ein bisschen am Graben bin, ist zu überlegen, ob die nicht auch viel offener arbeiten können. Ja, also dass nicht so viel Ingenieurs-, Entwicklungs-, Forschungsarbeit irgendwie in so Kammern stattfindet, exklusiven Zirkeln, ja, wo dann nur ganz bestimmte Akteure, die nämlich irgendwie Geld haben und vielleicht in Zukunft dann Drittmittel irgendwie einbringen, dann Zugang haben, sondern dass eben auch da mehr Open gemacht wird. Und also ich muss ja sozusagen ganz viel Open Access machen, das finde ich auch super, ja, aber die Idee ist auch mehr Daten offen zu legen, die ich erhebe, weil man muss jeder seine eigenen Daten irgendwie erheben, ist ja Unsinn, Verschwendung von Ressourcen. Und das finde ich, sollten die IngenieurskollegInnen eben auch machen. Ja? Also sehr viel, nicht so sehr in ihrem Kämmerlein forschen. Und eben soll, und das finde ich wirklich spannend, weil ich rede mit denen, also letzte Woche habe ich auf dem ICT-Forum ein Keynote gemacht, 190 Leute, Hardcore-ICT-ForscherInnen da. Und habe ich dann mit diesem exotischen Konzept der Offenheit, der Open Source in Verbindung gebracht. Die waren ganz aufgeregt. Also ich meine, das ist auch spannend, weil die kennen das nicht, die halten das für so exotisches Zeugs, was irgendwelche Nerds machen, und es ist so verrückt, ja, weil eigentlich, also ich meine, tatsächlich ist das eigentlich, muss das eigentlich die Zukunft sein, so, nicht? Und ich glaube, da muss man echt noch viel Überzeugungsarbeit leisten und graben, und ich glaube, gerade die Leute, die so Ingenieursberufe anstreben oder Ingenieurwissenschaften studieren, dass man bei denen auch echt ansetzen muss, ja, damit die sozusagen das Gleiche in ihre Sozialisation eingeimpft bekommen. Community Crossover. Applaus. Dann mache ich mal weiter. Ja, meine letzten Worte. Also ich habe eher einen Wunsch und den verknüpfe ich mit ein bisschen Eigenwerbung, denn wir haben den Bundespreis Ecodesign. Das ist der bedeutendste Preis für ökologisches Produktdesign, den wir ausloben jedes Jahr. Wir haben da auch eine sehr hochkarätig besetzte Jury, auch mit Produktdesignern und so weiter. Und was ich mir wünschen würde, wäre, wenn solche Ideen, wie sie hier heute auch vorgestellt wurden, also Open-Hardware-Ideen, wenn die da auch eingereicht würden und wir uns das auch in der Jury dann genau angucken können und eben berücksichtigen können. Denn das war bisher noch nicht so der Fall. Top. Ja, macht das, alle einreichen. Spread the word. Ja, mein nächster Schritt ist ganz konkret. Ich arbeite gerade hart an dem Versuch, eines dieser Poster-Childs, was fehlt, zu erzeugen. Das Projekt heißt Tricker. Wer sich dafür interessiert, einfach hier steht der Name von meinem Studio. Auf der Webseite gibt es jede Menge Links zu diesem Projekt Tricker. Guckt euch das an und wenn euch was dazu einfällt, macht mit. Danke, Lars, für die Einladung. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, die jetzt hier bis zur letzten Minute mit dabei gewesen sind. Das erste Open Hardware Forum, organisiert von der Open Knowledge Foundation und der Open Hardware Forum Allianz
unterstützt von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und ganz herzlichen Dank besonders an zwei Menschen, nämlich Maximilian und Daniel, wenn ich es richtig sage, die das hier alles möglich gemacht haben, aber an alle anderen, die natürlich auch um diesen Tag drumherum überhaupt uns diesen Raum mit schön gestaltet, den Sound irgendwie im Auge behalten haben, und an alle Projekte und diejenigen, die da hinten ausgestellt haben. Ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr diesen Tag möglich gemacht habt, dass ihr mit dabei gewesen seid, und wir möchten euch wiedersehen. Bis ganz bald und bleibt mit uns in Kontakt.